Erstmal, Herr Professor Solms, vorstellen. Schön, dass du da bist, dir die Zeit heute genommen hast. Aber gerne. Wir haben es erlebt, dass also in der Vorbereitung von Großereignissen, Olympische Spiele, bei Konferenzen, sich dann Leute melden und gestandene Redakteure, Redakteurinnen und sagen, aber wir machen im Doping nichts, es sei denn, es passiert wirklich ein Dopingfall. Wenn zum Beispiel der Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes, Vesper, sagt, wir haben nach den Olympischen Spielen, nach den letzten Winterspielen in Kanada, haben wir Russland überholt in der ewigen Medaillenstatistik. Mhm. Dann rechnet er die Medaillen, die zur Hitlerzeit und zur DDR-Zeit gewonnen worden sind, die rechnet er mit ein. Dopingbekämpfung ist Stiefkind in Deutschland.